Künstler, Freunde und Kollegen in den Niederlanden. Ich melde mich hier aus Deutschland, und zwar etwa 50 Kilometer weg von der Grenze, aus Westfalen. Ich habe heute mal eine ganz wichtige Ansage zu machen, die nämlich die deutsch-niederländischen künstlerischen Beziehungen auf ein völlig neues Niveau heben wird. Es geht um einen Kunstpreis der besonderen Art und ein Filmprojekt der besonderen Art, und beides ist nämlich identisch. Es geht um den Sofini Art Award. Ist ja eine überall bekannte und gern gegessene Gemüsesorte, die insbesondere der Künstler sicherlich gerne isst. Aber es gibt da einen ganz entscheidenden Punkt, und das ist die Message hier und heute auf diesem Acker hier. Kauft eure Zucchinis nicht im Supermarkt, sondern pflanzt sie selber an. Ich sage dazu einmal nur das Stichwort Best Before. Da denkt jeder an irgendein idiotisches Haltbarkeitsdatum. Die Sache verhält sich nämlich ganz anders. Best Before heißt, das Beste findet eigentlich statt, bevor diese Zucchini im Supermarkt landet oder im Einkaufswagen. Nämlich das Beste findet jetzt statt. Es sind bald die Eisheiligen, danach gibt es Zucchini-Kerne, die wir an euch verschicken, und die pflanzt ihr ein auf eurem Balkon, im Schrebergarten, im Park, wo auch immer. Der Kern keimt quasi hier auf, also an der Spitze, und da kommt dann die Wurzel raus. Das heißt, wenn man praktisch nach unten pflanzt, kann die Wurzel einfach gerade runter. Ja. Und also das ist im ungeschälten Zustand, schaut es so aus. Praktisch geht rauf, und das sind im Endeffekt die Blätter. Also daraus entstehen die Keimblätter, und die falten sich dann so auf, also der Keimling schiebt sich so hoch aus der Erde raus, ne? Ploppt dann im Endeffekt aus der Erde hoch und faltet sich dann so auseinander. Das Entscheidende ist aber, nehmt diesen entscheidenden Moment des Einpflanzens eurer Zucchini auf Video auf. Macht jeden Tag eine kleine Videoaufnahme, stellt euch daneben, sprecht mit eurem Zucchini-Kern, das wird ihm gefallen, das wird ihn antreiben, schneller und besser und größer zu wachsen, denn die größte Zucchini gewinnt. Wir wollen
noch etwas über euch erfahren. Wo seid ihr? Wo steckt ihr? Was macht ihr? Was seid ihr für Künstler? Wir haben einen YouTube-Kanal, da werden die ganzen Videos hochgeladen und ganz zum Schluss wird aus diesem Filmmaterial ein Film entstehen, den es noch nie gegeben hat. The Art of Zucchini, und wenn ihr da dabei sein wollt, dann meldet ihr euch einfach an.